Das große Hallo der beiden Nationaltrainer gestern Abend in der Münchner Allianz Arena. Zwei so unterschiedliche Typen. Löw eher brav, Maradona eher bizarr. Einer, der immer wieder für Verwunderung sorgt. Auch für einen, der schon fast alles erlebt hat im Weltfußball. Ist, glaube ich, so noch nicht vorgekommen, weil ich habe es noch nicht gesehen, zumindest in den letzten Jahren, dass ein Trainer mit Zigarre auf dem Fußballplatz steht. Aber es hat uns auch wenig zu interessieren. Ist nicht unser Trainer. Die Argentinier müssen mit dem, ob es ein Problem ist für sie oder nicht, das weiß ich auch nicht, will das auch nicht bewerten. Auf jeden Fall ist es ungewöhnlich. Und trotzdem, ja, besitzt Maradona natürlich in erster Linie über einen außergewöhnlichen Namen nicht nur, sondern auch über Qualitäten als Spieler, als Trainer ist er relativ jung im Geschäft. Wie gesagt, hat in der kurzen Amtszeit, in der er da ist, für relativ viele Schlagzeilen gesorgt. Der deutsche Kapitän sorgt auch gerne mal für Aufregung. Leicht angeschlagen mit einem sichtbaren Überbleibsel aus dem letzten Champions-League-Spiel will er auf jeden Fall gegen Argentinien auflaufen. Sie sind halt mit allen Wassern gewaschen. Ich glaube, im Weltfußball ist es eine der Mannschaften, die, glaube ich, die neben ihrer sportlichen Qualität die Dinge ausreizt, die heutzutage eben auch zum Fußball gehören, was Cleverness anbetrifft. Ja, Abgewichstheit, wie man das so im Fußballerjargon sagt. Sie beherrschen da, sag ich mal, das volle Repertoire und das macht sie so gefährlich, aber auch interessant. Von Interesse ist am Abend, wie das spannende Projekt mit dem offensiven Bastian Schweinsteiger als Ballack-Partner verläuft. Da fürchtet der Mann von FC Chelsea ein weiteres blaues Auge. Ballack macht nur wenig Hehl aus einer gewissen Skepsis, dass der vielleicht torgefährlichste Mittelfeldspieler der Welt jetzt keinen Staubsauger wie Thorsten Frings hinter sich weiß. Ich habe meine Position auch mehrmals dazu gesagt, aber wie gesagt, es geht weiter, es hören Spieler auf, es gibt, wie gesagt, Leistungsschwankungen und Thorsten ist ein Spieler, der jetzt nicht mehr dabei ist und wie gesagt, es ist eine neue Situation und mit der sollten wir uns jetzt beschäftigen. Es ist der letzte Test vor der endgültigen Kaderbenennung für Südafrika. Ein letztes Mal will der Bundestrainer etwas ausprobieren. Gegen Argentinien muss Joachim Löw auch Ballack überzeugen, mit seiner Variante Schweinsteiger als sein Leibwächter.